willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch hier den Sesu aus dem SCS-Forum bzw. aus dem Steam-Workshop. Link in der Beschreibung. Von Loader Saints, genau. Danke. Thanks. Fürs Update hier, denn hier kam ja die letzten Monate, kam ja hier gar nichts mehr. Und nun ist er wieder da, der Sesu. Und den schauen wir uns heute an. Also, den gibt es natürlich in dieser High-Roof-Variante und natürlich den Normal-Roof gibt es mit dabei. Und dann haben wir natürlich die verschiedenen Chassis-Varianten. 6x2, Techlift, nochmal Techlift hier. Ach, guck mal hier. Was ist das jetzt? Ach, die 8x4 Hauler-Variante. Alter, das ist ein Hobel. Da zieht es ja die Socken aus. Wahnsinn, ne? Hier mit Liftachse. Und, wie ihr halt wollt und braucht, könnt ihr hier dann basteln. Gibt es bis 625 PS, aber dann nur in der kleinen Variante. Ne? Wir gucken mal ganz kurz drüber, wo dann hier 550 geht hier. Ne? Und dann, das ist dann hier der kleine. Der ganz kleine. Getriebe lasse ich jetzt einfach mal aus Wort, ist es wurscht. Das Interieur bezieht sich natürlich auf dem Renault Premium. Klar, ja, klar mit Klosbrühe. Aber das macht nichts, überhaupt nicht schlimm. Ihr habt natürlich die ganzen Metallic-Lackierungen mit am Start hier, alles mit an Bord. So, kommen wir mal zu den Anbauparts. Wir haben hier natürlich einen Lampenbügel. Ich habe jetzt hinten, leider ist es bei mir hier grau gedreht. Ich weiß nicht, was da noch, was man da noch benötigt. Ansonsten habt ihr den ganz normalen Dachspoiler. Hm, klar. Ansonsten die Hörnchen in der L-Variante oder da. Gibt es dann nochmal hier. Ich glaube, die sind nochmal ein bisschen lauter. Hoffe ich zumindest. Laut ist immer gut. Hier haben wir noch, unser Lämpchen, gibt es noch ein Plaste und den lackiert davor. Spoiler haben wir schon gehabt. Dann haben wir hier noch, guck mal hier, Rundumleuchten. Das ist alles neu, das gab es früher alles noch nicht. Ne? Coole Sache hier. Und dann gibt es hier diverse Custom Parts, Lammbügel sozusagen. Auch hier lackiert, sehr schön, finde ich gut. Da könnt ihr euch dann hier das passende raussuchen. Entweder die oder die. Ja, müsst ihr dann gucken, was euch hier gefällt, was ihr hier drauf ballern wollt. Ich baller hier einfach mal ein bisschen. Ich finde es richtig geil, dass der wieder geupdatet worden ist, wenn der, der sieht nämlich richtig stark aus. Kann ich euch jetzt schon mal verraten und macht richtig Laune damit zu fahren. Ne? Also das schon mal gleich vorweg. Da war ich immer, pass mal auf, wir machen gleich mal die blauen Lampen drauf. Das passt jetzt hier natürlich wie die Faust aufs Auge. Zack, zack, zack. Und schon ist es gut. So, Sonnenblende. Gibt es noch die Original 2 oder so. Könnt ihr euch dann auch was raussuchen. Ja, auch vielleicht nochmal, könnt ihr auch noch ein paar Lampen anbauen. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Aber auch hier die Option ist da. Gab es, glaube ich, früher auch nicht. Ne? So, Spiegel lackiert 2, ist glaube ich klar. Das lassen wir mal weg. Das lackiert. Hier haben wir auch nochmal so einen Dragon Flag. Guck mal hier, Alter, das ist so richtig. Ja, da kannst du richtig geile Sachen anbauen jetzt hier. Pass mal auf, was haben wir denn alles noch hier? Habe ich noch irgendwas? Hier, gut, das sind die Standarddinge. Ich kann die Stroben anbauen oder irgendwelche Lampen noch. Aber ich habe jetzt leider hier nur typische Bohrmann-Lampen da. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich baue jetzt hier den noch an. Und den hier, dann sieht es halt so aus. Müsst aber selber entscheiden, ne? Könnt aber mal gucken, was da so mit dabei ist. Da habe ich lackiert. Sisu gibt es dann auch hier in lackiert oder in Chrome in lackiert. Was haben wir da noch versteckt? Da hätte ich eigentlich noch ein paar Punkte, aber ich bin grau und der liegt oder ich weiß nicht, wie sie. Egal. Lackiert oder so. Na, ich nehme mal hier die lackierte Variante. Das sieht besser aus. Oder die unlackierten. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Sisu Logo bleibt hier auch nochmal lackiert. Nehmen wir mit. Was haben wir da noch? Auch noch lackiert? Ne, das lassen wir weg. Kennzeichen, das bleibt original. Na, was haben wir da noch? Oh, hier gibt es auch neue. Der Joker, pass auf, hier. Das Ding, Alter, das ist ein Hubel hier. Der Custom Parts, guck mal hier. Goliath. Und jetzt kommt natürlich alles nochmal in lackiert, wenn man das möchte. Also das ist so richtig Baustellen-like hier. Ne? So, da kannst du richtig hier was wegackern damit. Geile Sache. So, dann haben wir hier nochmal die lackierte Variante. Nochmal mit so einer extra Lippe unten, ich nenne es einfach mal Lippe. Ansonsten gibt es hier nochmal Sisu in einer Vierer. Alter, der sieht aus, hä? Geil. Gibt es nochmal einen Bügel dazu hier. Alter, geil. Macht richtig Laune hier. Richtig Laune an dem rumzubauen hier. Ne? Tolle Sache. Also, das schauen wir uns auf alle Fälle an hier. Das gefällt. Auch finde ich klasse, dass auch die alten Laster jetzt hier wieder so ein bisschen ins Spiel kommen und geupdatet werden. Scheinwerfer, wie sieht es denn da? Ach, was habe ich hier noch? Verkrummte Box. Wo war ich denn das jetzt? Ach, das war auf der anderen Seite, ne? Hier, verkrummte Box. Und hier nochmal so ein Schutz dazu. Aber das wollen wir gleich. Ich wollte noch die Scheinwerfer anschauen. Halogen lackiert. Ah, geil. Komm, die nehmen wir mit. Ah, sieht schon richtig gut aus, oder? Mega. Lackiert oder unlackiert. Die Fensterleisten. Nee, lass mal, ne? Hier gibt es noch so einen Handlauf zum Einsteigen. Hm, warum nicht? Tut man sich gleich ein bisschen leichter. Was haben wir da noch? Ach, hier noch so eine Box. Oder ein Fenster auf der anderen Seite.
oder lackierte Box mit Fenster. Nee, ich will eigentlich hier und die Box. Die sieht richtig gut aus, ne? Das lassen wir so. Ach, die gibt es in kurz und lange. Achso, nee, komm, die lassen wir. Ja, komm. Ich finde schade, dass ich jetzt hier keine Lampen habe. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, aber muss ich nochmal gucken, wieso. Original Tanks. Ich mache jetzt hier nochmal 2 und 1. Nur nochmal so um zu gucken. Okay, was haben wir sonst noch mit dabei? Ist hier mal der Eisbufferlager. Nee, das war nicht. Das war hier. Ne? Trellerkabel passt. Hier ist er. Gibt es in verschiedenen Varianten hier nochmal. Ne? Alter. Geil. Oder Doppelvariante. Guck mal hier. Bam. Muss dann Spoiler wegmachen, ne? Guck mal die Pipes an hier, ey. Da pfeift's in der Dose. Mega. Auch noch ein Lampenbügel dran, aber kann ich auch nichts anbauen. Ich weiß nicht genau, was ich da brauche. Das lasse ich mal weg. Aber naja, müsste ich nochmal STS Forum nachklürzen. So, wir haben natürlich die Palok, die weißen, oder die schwarzen mit dem weißen. Die sieht natürlich gut aus. Gibt natürlich dann hier auch in lackiert. Na, die Palok in weiß. Aber ich finde die in schwarz gar nicht so schlecht. Hinten am Popo haben wir die Original Mercedes Lampen oder die Original, da könnt ihr euch dann hier passend raussuchen, was ihr wollt. Kennzeichen ist glaube ich klar. Und dann hier nochmal doppelte Sisu Schmutzlappen. Geil. Im Interieur, wie sieht es da aus? Wir haben ein bisschen Würfel, ein bisschen Gedöns, haben wir ein bisschen was da. Das nehmen wir auch alles mit. Spiegel ist wichtig, dass wir was sehen. Hier will ich auch gar nicht groß lang rumfriemeln hier, was Kabinendezel betrifft. Was habe ich denn hier noch? Kann man ganz mal die Standardsachen hinmachen, ne? Ja, ne? Ja, gut. Das war das. Ich muss noch ein bisschen schauen, was man hier noch so machen kann. Was gibt es hier noch so? Kissen und so. Was da noch? Ach, das von außen gewesen, ne? Die Box. Ja, gut, die lassen wir mal. Decke. Tasche. Oder Kühlbox, was auch immer. Ist egal. Und dann sind wir eigentlich erstmal. Lenkrad bleibt gleich. Ach, guck mal. Navi live. Das ist dann hier. Live links. Rechts. Rechts. Oh, auch so klein. Mal kurz gucken, ne? Nee, das gleiche, ne? Lass ich da, sieht gut aus, gefällt. Ja, und dann sind wir erstmal soweit durch, aber sieht echt gut aus, der Laster. So, wir starten mal den Hobel hier. Da haben wir unser TomTom Live. Die ganzen, oder hier diese Würfel, die sind auch animiert, die hier mit dem Mod dabei sind, finde ich ganz gut. Oh, dann schönes Auto. Oh. Hohohoho. Der klingt gut. Der klingt gut und kommt gut. Liftachse. Ja. Oh, der hat wirklich einen sehr schönen Sound hier mit dabei. Also der sieht schon richtig gut aus, oder? Da kann man jetzt eigentlich mal nicht meckern. Und ich habe mal einen gesehen, aber schon lange her, aber auch Baustellenfahrzeug, aber ist wirklich schon jetzt schon länger her, ne? Aber sieht richtig gut aus hier. Toll, toll, toll. Also kann man echt nicht meckern. Gucken wir mal, ob die Scheibe runter geht. Was? Doch, da ist sie. Da geht die Scheibe runter. Hier kann man es gut sehen. Ich guck mal im Interieur nach, ob da wieder zu geht, die Fensterscheibe. Habe ich dann, ich habe gedacht, hier geht es wieder zu. Ne? Zack, also Scheibe geht auch wieder zu. Das klappt. Scheibenwischer wird auch immer wieder gefragt. Ja, klappt auch. Na, aber ja, kein Problem. No problem hier. Schön. Gut, dann gehen wir mal zum Lichttest. Ah ja, Hupe, warte mal. Genau, dann gehen wir mal zum Lichttest. Standlicht. So. Ich habe ja schon ein paar Sachen angebaut, jetzt hier einfach mal so sporadisch. Was ich ganz vergessen habe, der hat hier vorne noch diese Stangen mit diesen Lollis dran. Gibt es in verschiedenen Varianten, habe ich ganz vergessen zu zeigen. Ne? So, und so sieht er jetzt mal aus mit Lampen. Ich habe es jetzt einfach mal so ein bisschen angebaut, aber ihr könnt ja individuell noch anbauen mit Lampenbügel und hast dich gesehen mit Frontschutzbügel und. Da gibt es ja noch so viele Sachen, wo ihr noch zusätzlich Lampen anbauen könnt. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Rundumleuchten vielleicht, die finde ich auch gar nicht so schlecht. Hier, guck mal, wie es leuchtet. Das sieht nämlich auch richtig stark aus. Auch hinten seht ihr die Mercedes-Rückleuchten. Kann man ja optional auswählen. Ich habe mich einfach dafür entschieden, weil warum auch mal nicht. Blinker sind da. Das Einzige, was ich vergessen habe, sind die Positionen leuchten oben. Ne? Ja, die habe ich vergessen oben. Ja, die muss ich noch. Die müsste man vielleicht noch anbauen. Die habe ich vergessen. Die gibt es oben in weiß und in Plastik und lackiert. Die sind dann oben an der Seite. Die habe ich ganz vergessen. Genau, also das wäre jetzt mal so hier so die Alternative oder beziehungsweise der Lichttest, sagen wir es einfach mal so. Ne? Coole Sache. Fahren wir mal ein Stück. Allein schon wegen dem Motorsound, der haut schon richtig ein von den Socken. Der ist im Mod mit dabei, ne? Klar, ganz klar. Könnt ihr also auch im Konvoi dann nutzen, ne?
Der C600 hier. Das sieht richtig geil aus. Das macht Spaß. So. Mit der Reverb war es noch ein bisschen besser, den Sound. Ein bisschen dumpfer. Aber gut, macht echt Laune. Das komplette Dashboard ist, wie schon gesagt, alles Renault Premium Basis. Das war damals beim Sisu so. Ist aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde von außen der komplette Aufbau, so wie er jetzt hier zu sehen ist, macht es richtig Laune damit zu fahren und mal eine Runde zu drehen. Ich finde es einfach geil, da macht einfach richtig Spaß. Ne? Muss man schon mal sagen, wurde früher von. Müsste ich nochmal nachgucken. RWL war es auch nicht. Ne? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber gleich mitgearbeitet. Ne? Ich will mir jetzt auch nicht hier. Ah, jetzt habe ich den Retarder vergessen anzumachen. Ne? Schade. Das hat noch gehört, ist aber wurscht. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine super geile Arbeit. Geiles Update hier über den Steam Workshop. Nicht vergessen, ladet euch das nirgends woanders runter, sondern über den Steam Workshop. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Und das macht auf alle Fälle richtig, richtig Bock hier. Toll, oder? Und wenn ihr noch Fragen habt zu dem Mod, dann dürft ihr natürlich gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder im SCS Forum oder im Steam Workshop. Link dazu, alles unten in der Beschreibung. Lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken, und dann wünsche ich euch viel Spaß jetzt mal ein bisschen beim Basteln beim Sisu. Denn der gibt richtig was her, kann ich euch versprechen. Ne? Und in diesem Sinn wünsche ich euch immer im neuen Jahr knitterfreie Fahrt. Bleibt sauber, macht's gut, bis bald und jetzt muss er treten. Adios.